Hallo und herzlich willkommen hier zu Schism, trügerische Wahrheit bzw. Chamäleon. Es geht weiter hier. Ja, wie ihr seht, bin ich immer noch im Knast drin. Ja, das ist aber auch so dem geschuldet, dass wenn ich das gleich mache, kommt halt sofort eine Sequenz. Und die will ich euch natürlich zeigen. Und naja, wie ich es jetzt probiert habe, ist mir dann auch das Spiel nochmal abgestürzt. Ja, das verkraftet scheint nicht so oft hier. Wenn man kurz raustappt hier, ne? Weil das Spiel ist mir da kurz selber rausgetappt irgendwie in, auf dem Desktop. Aber es ist im Prinzip auch eigentlich ganz einfach, ne? Also man braucht hier eigentlich bloß Geduld für das Ganze. Und ich bin da eigentlich jetzt vorher in der letzten Folge zu kompliziert rangegangen, ne? Wir machen es jetzt mal folgendermaßen, ne? Ich werde jetzt mal reihum immer weiterlaufen und immer das die Pflanze einrasten hier. Also ich zeige es euch mal. Ich drücke jetzt so lang, bis ich hier mit der Pflanze einraste. Was die andere dabei macht, ist mir eigentlich ziemlich egal. So, tatsächlich ist die jetzt auch eingerastet hier. Okay. Wenn das der Fall ist, ja gut, dann mache ich es jetzt mal so. Dann gehe ich zu der. Dann rastet halt die andere wieder aus. Ist egal. So. Aber das machen wir jetzt einfach mal hier reihum. Ja, mal schauen, wie lange das dauert. Vielleicht mache ich da auch einen kurzen Zeitraffer jetzt gleich rein. Jetzt sehen wir einen Schnitt. Ich weiß es noch nicht. So, also jetzt haben wir da eingerastet. Die hier ist wieder ausgerastet. Die rastet aber gleich wieder ein. Jetzt ist die andere wieder ausgerastet. Die halt da mit der verbunden ist. Ja, ich frage mich ja mal. Wer baut denn so eine komische Zelle, wo man so ein komisches Schloss hat? Wenn die Gefangenen schlau genug sind, werden die ja selber irgendwann freikommen. Ich meine, es gab hier anscheinend noch andere Sicherheitssysteme, aber die sind ja außer Kraft gesetzt worden. Und wenn das hier das letzte Schloss hier ist, also dann ist es ja wirklich nicht so sicher hier jetzt, würde ich mal sagen. Wer baut denn ein Schloss in die Zelle selber rein? Das macht doch keinen Sinn. So, damit der Trick natürlich hier klappt, das ist so, weil diese Pflanzen hier unterschiedlich hoch sind, ne? Deswegen funktioniert eigentlich der Trick auch, den ich jetzt gerade mache. Weil im Prinzip verändert sich jetzt diese Pflanzen immer wieder um 1 oder 2, eben von der Position her. Wenn wäre da jetzt wirklich ein System dahinter, dass es nur einen Lösungsweg gäbe, würde das hier nicht funktionieren, was ich jetzt gerade mache. Aber ich nütze praktisch den Umstand aus, dass die alle nicht exakt genau gleich sind, diese Pflanzen hier, ne? Aha, komm. Eingerastet. Also ich lasse immer die Pflanze, vor der ich stehe, einrasten. Hier und jetzt wird die ist wieder ziemlich weit oben. Jetzt ist die andere wieder raus. Ja, also es muss auf jeden Fall jetzt irgendwann passieren, dass das ja seht ihr, jetzt ist passiert. Jetzt haben wir es geschafft. Einfach nur durch Reihe umgehen. Bisschen Geduld und passt. War jetzt 3 Minuten gerade mal. So, jetzt sind wir draußen. Ah, das war die Sequenz. Ja, gut. Es ist mir nicht mitten in der Sequenz hier abgestürzt. Deswegen wusste ich jetzt etwas kommen. Sehr schön, wir sind, wo sind wir denn jetzt hier? Ah ja, das war hier der Knast. Ja, natürlich zurück kann man nicht mehr. Ja, hier ist ja alles so eine Art Pflanze im Endeffekt, hier diese ganzen Häuser, ne? Jetzt ist übrigens ja Tag, ne, wie ihr seht. Was natürlich vielleicht auch schlecht ist für uns, weil man uns jetzt ja eher erkennt, oder? Wenn wir jetzt hier rumlaufen. Ich meine, sicher, jetzt ist wieder niemand mehr da, ne? Wir können ja immer hier rum. Jetzt ist aber hier auf einmal eine Gondel da. Das ist ja mal witzig. Na gut, das nimmt ich natürlich gleich. Der Spion nimmt gleich mal sofort die Gondel. So. Ja, beziehungsweise. Wir sind unsichtbar, hat es ja geheißen. Ja? Das kann natürlich sein. So, jetzt sind wir hier weiter. Jetzt haben wir hier eine Statue. Das sind so blaue Knospen. Was ist das hier für eine Statue?
Ja, ich frage lieber besser mal nicht, ne, ob das hier eine Bedeutung hat. Das kann schon sein, aber die Symbole sind auf jeder Seite gleich. Vielleicht hat es auch tatsächlich keine Bedeutung, aber ich traue dem Spiel in der Sicht nicht, ne. Bisher war irgendwie immer irgendwas, wo man hinlaufen konnte, wichtig. Deswegen werde ich mir jetzt auch versuchen, mal möglichst genau wieder die Dinge aufzuschreiben. Ja. Hoppala. Ich brauche gerade ein bisschen Platz, deswegen muss ich hier die Maus vom Mauspad runter tun. Oh Mann. Ja, ich könnte natürlich wieder mit dem Handy hier rumfummeln, ne? Aber ja. Zettel und Stift tun es eigentlich auch. Muss das nur hier jetzt eben gut abkopieren. Da ist wie eine 4. Bisher. Und das sieht aus wie ein E. Oder wie vorhin gibt es B. Das hier. Aus wie so eine Knospe oder wie so ein Blatt. Ja, dann haben wir nochmal dieses komische. So, und wieder dieses B. So ein Schreib-B im Prinzip. So, das ist da unten. Ja, wenn ihr das jetzt sehen würdet, ne? Ich müsste wirklich mal als sowas abfotografieren und dann einblenden, ne? Meine Aufzeichnung da, ja. So, ich habe mir aber jetzt mal aufgezeichnet. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn ich jetzt von mir aus nämlich mache, dass das jetzt nachher wieder nicht wichtig ist, ne? So, jetzt gucke ich mal. Na, hierfür. Ach, na, da führe jede ganz viele Wege irgendwo hin. Okay, wir sind ja von da gekommen. Wenn wir jetzt da laufen, ist es ja hier egal. Warte mal, gab es hier noch irgendwie einen Abzweig? Nee. Moment. Wo kommt jetzt das Kraftfeld her? Aha. Sei natürlich nicht gespeichert. Ich bin natürlich auch so schlau. Ja, es kann sein, dass ich hier überall nur einmal durch darf. Ja, hier kommt jetzt auch ein Kraftfeld. Ja. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen erschreckt. Mich da, doch, da bin ich jetzt runtergesprungen. Das ist jetzt aber blöd, oder? Okay, hier ist es geschlossen, hier ist es geschlossen. Ja, hier kann ich mich aber dann deadlocken, ne? Wenn ich jetzt hier lang laufe, ist hier dann auch gesperrt. So, hier ist ein Weg nach unten. Ja, hier ist auch ein Tor. Naja, vielleicht sollte ich auch versuchen, die zu meiden, aber... Ich weiß es noch nicht, für was das hier alles ist, ja. Hier ist eine Pflanze, okay. Ja, die kann aber nichts. Alles klar. Gehen wir mal hier lang. Ja gut, hier ist wieder ein Tor. Und da ist wieder unser Symbol. Warte mal, aber jetzt schlägt hier wieder mein Ding aus hier. This has to mean something. It's the sign I saw in Arco's cave. At the spaceship. And out on the Galeas. What if it leads to their hidden oracle? Hm. So, was hat er jetzt genau gesagt? Zeichen 3, also geheimes Zeichen 3. Ja, das hat irgendwas zu bedeuten. Das ist das Zeichen, das ich bei Akkus Höhle fand. Am
Spaceship, also am Raumschiff und bei den Galeas. Ja, was ist, wenn es zu ihrem versteckten Orakel führt? Okay. Ja, oder ich muss anscheinend die Tore hier aktivieren. Warte. Aber wir haben ja Pfeile. Na, da sind wir schon fertig. Okay, da kommen wir nicht mehr weiter. Da. Und da geht es dann nach unten. Warte mal, wenn ich das jetzt aktiviere. Ne, bin ich trotzdem nicht gefangen. Okay. Ich muss ja gucken, ob ich mir irgendwie deadlock dann hier. Also sozusagen wie bei einem, dass man kein Rätsel mehr hat. Hä? Oh. Da kommt ein Sessellift. Angedingst, ein Blatt im Prinzip. So, dann nehmen wir doch mal den Sessellift hier. Ja, das war jetzt doch einfacher wie gedacht, ne? Wir mussten einfach alle Portale aktivieren, also alle Kraftfelder. So, wo sind wir jetzt gelandet? Apropos, jetzt speichere ich noch einmal. Oracle Plattform. Ah, okay. Hat aber wieder recht gehabt, dass das hier zum Orakel führt. Und die haben ein Orakel. Das ist hier aber abschirmt. Okay, hier ist aber nichts. Ja, nichts ist da. Alles verarscht. Versteckt. If the Transi Oracle could relocate itself deeper in the valley wall, then... But there's so little time. If only this new stealth mode can help me reach a shuttle. The guys... The water garden beyond the town hides the way for making the most important journeys. This will also help. Just what's going on here? Some of these amulets seem to be helping me too now. Maybe the shuttles are hidden near the water garden. I have to find out. Ja, das ist jetzt alles merkwürdig. Der hat uns was gegeben, der Geist. So eine Schnecke. Aber wie kann ein Geist mir was geben? Das geht doch gar nicht. Das ist doch ganz unlogisch. Na gut, ich gucke mir jetzt das Transkript wieder an. Also hier haben wir diese Schnecke. Ich weiß jetzt, ob wir da an den Ort überhaupt nochmal hinkommen, wo wir die sich vielleicht einsetzen können. So, Missing. Ja, da ist nichts. Ja, einfach nur Anzeichen, wo was zu sein hätte hier. Ja, vielleicht kann dieses Transei-Orakel sich selber an einen anderen Ort relokalisieren. Tiefer in das Tal hinein. Valley Wall, Talwand. Also, dass es sich irgendwie an wegbeamen kann, tiefer in die Talwand hinein. Ja, aber da ist so wenig Zeit. Ja, einzig und allein könnte mir dieser neue Tarnmodus hier helfen, einen Shuttle zu erreichen. Ja, da hat man diesen Geist, der Janosch hier. Der Wassergarten. Jenseits der Stadt. Verbirgt einen Weg
Na, für eine wichtige Reise. Okay. Das könnte helfen. Ja, was geht hier ab? Einer von diesen Geistern, sag ich jetzt einfach mal, Emblades, Geister, Geistererscheinung, scheint mir jetzt auch zu helfen. Ja, vielleicht sind die Shuttles auch einfach versteckt neben dem Wassergarten hier. In der Nähe vom Wassergarten. Ja, ich muss es versuchen herauszufinden. Hoppala, das war übersprungen. Okay, ja gut, alles klar. Ja, jetzt will ich aber ganz kurz nochmal hier schauen. Da gehen wir nochmal kurz zurück. Ja, aber das eine Rätsel kann ich hier nicht nachlesen. Da war ja noch ein zweites. Gut, mal schauen. Jetzt muss ich es irgendwo nachlesen. Also das Transkript ist ein bisschen eigenartig in der Hinsicht. So, also gut. Also dieser Geist hat mir jetzt auch wieder geholfen, hat mir dieses Zeichen gegeben. So, jetzt muss ich aber mal schauen. Wir sind doch gerade... Hier sind Bänke, okay. Wir sind hierher gekommen, ne? Und dann hier hochgelaufen. Aber das ist ja automatisch passiert. Ziemlich automatisch. Ja, hier ist überall Bänkle. Ja, und wenn hier mal ein Orakel gewesen sein soll, hat sich's eben hier wegtransportiert. Na, dann gehen wir mal abwärts hier, weiter nach unten, ne? Scheint hier der einzigste Weg zu sein. Ja, hier ist Wasser unten drunter, okay. Ein Planet mit viel Wasser hier übrigens. So, was haben wir hier? Ja, einfach eine Aussichtsplatte hier. Kann ich nichts machen hier. Okay. Ja, aber wozu kann ich hier hin, wenn hier nichts ist? Ja, es könnte ja nochmal wichtig werden, aber... Okay, das führt uns also hier nicht wirklich weiter. Wir müssen zu dem Wassergarten, auf jeden Fall. Das hat es ja geheißen. So, da können wir doch wieder mit dem Blatt zurückfahren, aber das bringt uns doch nicht weiter, oder? Na, wir versuchen es einfach, bevor wir lang rummachen. Okay, mal schauen. Ja, die Felder, okay. Die sind jetzt nicht mehr aktiviert, alles klar. Ja, jetzt ist nur die Frage. Ah doch, wir können ja mit der Seilbahn zurückfahren. Gut, das geht nicht mehr an, alles klar. Hätte ja sein können. So, dann fahren wir mit der Gondel hier zurück. Mit dem Käfig am Seil, ja. Ne? Eine sehr unsichere Gondel, finde ich. Da kann man ja rausfallen. Also, naja, also mir wird es sehr unsicher. So, jetzt sind wir ja wieder hier. Gut, ja. Dann laufen wir mal nach da oben, wo ich dieses Schneckensymbol gesehen habe. Wo wir diese Schnecke jetzt erhalten haben. Weil ich hoffe, es ist wirklich so, dass wir unsichtbar sind, ne? Stealth-Technologie. Also da hat es geheißen, das verbirgt hier, ja, hier ist auch ein Tor. Jetzt sieht man die Schnecke da nur noch so zart hier. Ja, das war der Schlüssel dafür. Ja, der Geist hat uns geholfen. Das ist schon merkwürdig. Dass uns einige Leute hier helfen. So, was ist denn das hier? Soll das ein Windrad, ein Windspiel sein hier? Ach du Heiliger, ich muss... Ach so. Ich muss da drauf gehen, wenn das hier im richtigen Moment da ist.
Shit. Leute, sowas könnt ihr nicht mit mir machen. Das geht doch gar nicht. Ne, das geht auch nicht. Okay. Hier ist ein Weg. Ich sehe es gerade. Hätte ja sein können, dass das so ist. Aber das müssen wir jetzt irgendwie machen, dass das hier erstmal stehen bleibt wahrscheinlich. So. Ja, dafür, dass wir jetzt hier entkommen sind, wird mir jetzt hier ganz fleißig gesucht. Ne? Also niemand weit und breit. Ja, die haben dann die Pflanzen hier. Was sind das Hebel? Also ein Hebel. Lass mich mal gucken. Apropos speichern. Windmill Bridge. Okay. Ja, das ist ein passender Name. Hört jetzt aufzudrehen oder ist die nur langsamer geworden? Also ich glaube, die ist langsamer geworden. Dann machen wir mal am nächsten weiter. Kann ich jetzt auch noch kein Resultat erkennen. Ich muss doch wohl nicht ganz genau, wenn das da im richtigen Moment ist, das Ding betätigen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir betätigen jetzt einfach mal alle Schalter. Ah, der Schalter war jetzt nicht... ja. Okay, das passt schon mal. Die anderen sind jetzt sehr langsam, okay, aber die... Aha. Ja, jetzt stehen die natürlich irgendwie, ne? Also das hat wohl damit zu tun, wenn sich der nicht mehr dreht, drehen sich die anderen auch nicht mehr. Jetzt weiß ich halt nur nicht, ob die immer zufällig stehen bleiben, ne? Der dreht sich noch so weit, bis er dann hier gerade steht. Hm. Vielleicht muss ich erstmal schauen, dass ich die irgendwie synchronisiere. Jetzt habe ich alle Hebel runtergedrückt. Warte mal, was ist das da drüben eigentlich? Was sind Pflanzen? Aber die Blüten hier machen anscheinend nichts. Es ist nur Deko, oder? Ne, jetzt sind wieder alle Hebel oben, oder? So, wartet mal, die zwei, die laufen jetzt synchron. Der letzte nicht. Also der hier. Ah, der läuft doch gegenläufig, oder? Ne, doch nicht. Ja, aber das muss ich irgendwie synchronisieren, das Ganze. Jetzt laufen sie synchron. Die drei laufen jetzt synchron, so einigermaßen. Nee, doch nicht. Das läuft falsch synchron. Warte. Ja, das ist auf der verkehrten Seite.
damit kann ich die Dinger halt immer ein bisschen abbremsen, okay. Ah, das ist doch ein Gefriemel hier, oder? Also das ist ein rechtes Gefriemel, muss ich jetzt mal sagen hier. Ah, fast. Es läuft immer noch ein bisschen zu. Schnell. Jetzt habe ich es, ja. Jetzt sind die synchron. Ja, so passt's. Okay, die habe ich. Jetzt muss ich den hier mit den anderen drei hier synchronisieren. Ja gut, aber das muss ja dann im ersten auch noch synchron werden. Das ist fast synchron. Ah, nicht ganz. Immer noch nicht. Immer noch nicht, nee. Na, das ist aber auch ein bisschen schwierig hier. Das wäre jetzt gewesen eigentlich. Genau den Zeitpunkt zu steuern, dass das hier passt. Ja, das schaut gut aus, oder? So, jetzt machen wir das wieder stopp. Nö, das passt nicht. Na, ich hoffe halt stark, dass ich da auf der richtigen Spur bin, ne, bei dem Ganzen hier. Ja, das läuft halt immer noch ein bisschen asynchron, das Ganze. Ah, nee. Ich glaube, das kann ich nicht mit den anderen synchronisieren. Na, ich glaube nämlich, ich muss alle anderen mit dem synchronisieren. Ja, das macht mehr Sinn. Ah, jetzt habe ich die anderen so schön synchron gekriegt. Das war halt Zufall. Jetzt muss ich aber da wieder rumfummeln. Ja gut. Hilft alles nichts. Noch ein bisschen, oder? Nee. Auch nicht. Immer noch nicht. Ja, das passt. Jetzt warte mal. Jetzt halte ich den mal ganz kurz an. Schauen, ob das dann passt hier, dass wir da eine gerade Überweg haben. Ich hoffe, das muss nicht auf einen Millimeter genau passen. So, das richtet sich nämlich aus. Also gut, die zwei passen jetzt. Perfekt. Ja. Eben, bloß noch die anderen. Ja gut, das steht jetzt total falsch hier. Ja, das sehe ich.
Ja gut, es bringt jetzt nichts, die Schalter bei denen zu betätigen. Na, da müssen wir jetzt hier eine ganze halbe Umdrehung weiter wieder. Aber so geht es. Also das ist eigentlich ein relativ simples Rätsel, ne? Ja, fast. Das schaut doch gut aus, oder? Ich mache wieder den Test, wenn ich den ersten anhalte. Das dauert halt wieder einen Moment, ne? Ja, wobei der dritte noch ein bisschen außer der Richtung ist, oder? Das wird man gleich sehen. Es justiert sich. Ne, es passt. Okay, perfekt. Ja, das ist sehr schön, dass das nicht so exakt hier natürlich auch sein muss dann. Weil sonst bist du da ewig beschäftigt. So, das ist auch wieder hier eine halbe Umdrehung. Kann man ruhig ein bisschen länger warten. Da müssen wir noch einmal. Ja, immer noch ein bisschen zu schnell. Ja, das scheint synchron, oder? Ja, ich mache aber auch hier die Probe, dass das auch wirklich passt. Ja, perfekt. Ja, jetzt nur noch der hintere dann hier. Klar, ich hätte natürlich erst mit dem ersten anfangen müssen. Das ist logisch fast schon, ne? Aber naja, gut. Ein Versuch macht klug. Na, warten wir mal hier so 5-7 Sekunden rum. Okay, das langt noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Na, noch nicht ganz. Noch nicht. Nee. Immer noch ein kleiner Moment, ne? Ja. Ja, immer noch, meine ich. Ja, doch jetzt, aber es könnte jetzt sogar schon ein bisschen zu weit gewesen sein. Wir testen das natürlich, ansonsten müssen wir halt noch einmal, ja. Da hilft alles nichts. Da hilft kein Jammern. So, und? Ja, perfekt. Es passt, Leute. Es passt. Super. Ich meine, da hast du jetzt wirklich nicht viel gebraucht für das Rätsel. Also da hast du nicht rechnen können müssen oder dir was merken können müssen hier. Das war einzig und allein, ja, Hüftelsache, ne? Jetzt ist er bloß noch rüberkommen. Oh, hier, so schöne Pflanzenhütten hier. Geht ja. So, was es aber da drüben auf dem Weg gibt, das erfahren wir erst die nächste Folge wieder. Ich danke euch mal wieder recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ne? Ja, bis dann, euer Lego. Bye, bye.